mit Schmalfilm aus Theo Diesels Schatzkiste, eigenen Schmalfilmen und Videos sowie ein paar Fremdbeiträgen war es möglich, Leiferder-Szenen über einen Zeitraum von 40 Jahren zusammenzustellen. Ich wünsche viel Spaß. Acht Schuljahre wurden in zwei Klassenräumen unterrichtet. So war das noch 1950 in der Leiferder Schule, dem heutigen Gemeindehaus der Kirche. Aber ein Jahr später konnte man in die neue Schule umziehen. Die Bühreneike steht heute noch. Flüchtlingszahl nach dem Kriege machte es erforderlich, das Dorf in Richtung Bahnhof auszuweiten. Thank you.
Der Spiegelsee beim Allerknick in der Nähe von Winkel gehört auch heute noch zur Gemarkung Leiferde. Das Ergebnis dieses Fußballturniers ist leider nirgendwo verzeichnet. Au Backe. Das erste Schützenfest nach dem Kriege fand 1952 statt. Der alte Schulhof direkt vor der Kirche war der Festplatz. Arnold Sander war Schützenkönig 1952. Der Vorjahresschützenkönig von 1953, Erich Dirks. Gastwirt Heinrich Meinecke serviert traditionell ein Glas Wein. Unser Dorfpolizist Eddie Böhnke scheint nervös zu sein. Hier wurde noch im Freien durch die Röhre geschossen. August Müller war 1954 Schützenkönig. Der Vorjahreskönig Heinrich Bartels. Thank you.
Auch dies geschah Anfang der 50er Jahre. Die Kirche bekam ein neues Geläut. Hoffen wir, dass diese Glocken nie eingeschmolzen werden müssen für einen Krieg. Da geht aber die Post ab. Ein schlimmes Jahr für die Heide und auch für Leiferde. Die Wasserversorgung war katastrophal. Oft standen die Löschtrupps inmitten der gierig alles verschlingenden Flammen scheinbar hilflos da. Fünf Feuerwehrleute aus Fallersleben und Hohenhameln ließen ihr Leben zwischen Leiferde und Meinersen. Das regelmäßige Hochwasser der Oker lässt sich da schon besser ertragen. Am nächsten Tag war mal wieder die Zufahrt nach Volksee gesperrt. 1978-79 schlug der Winter besonders hart zu. Der Verkehr im Landkreis kam teilweise zum Erliegen.
1980 wurde der alte Ortskern mit den Ausfallstraßen Richtung Vollbüttel und Hillerse modernisiert. Leider fielen dieser Neugestaltung zu viele ortsprägende Straßenbäume zum Opfer. Das größte Siedlungsvorhaben nach der Errichtung der Bahnhofsiedlung lief in der Gänseweide. In drei zeitlich versetzten Abschnitten erfolgte die Bebauung. Das Zentrum des Ortes verlagerte sich mehr und mehr in den Gilder Weg und unter den Eichen. Nun wächst zusammen, was zusammengehört: die Bahnhofsiedlung und das alte Dorf. Auch den weiteren Bedarf an Bebauungsland zu decken, wurde auch im südlichen Ortsteil weiter gebaut. Die Spielvereinigung fand eine neue Bleibe am Gilder Weg. Ein neues Tennisheim zeugt von der Spartenvielfalt der SV. Unter der Leitung des Gifhorner Sportkameraden Adolf Langlotz entstand die Judo-Sparte. Das damalige Dorfgemeinschaftshaus, der heutige Kindergarten, war Mittelpunkt vieler Veranstaltungen. Aber auch am Wohlenberg lässt sich hervorragend picknicken. Mitte der 80er Jahre war die Leiferder Kirche unversehens Mittelpunkt einer öffentlichen Diskussion. Eine evangelische Kirche im Landkreis Gifhorn. Hier in Leiferde und in einigen benachbarten Dörfern gehören die Pfarrer einer streng bibelbezogenen Glaubensrichtung an, in der Sündenbekenntnis, Beichte, ausschließliche Lebensführung nach den 10 Geboten gepredigt werden. Die Pfarrer verstehen sich als Missionare. In dieser optisch hellen, freundlichen Kirche wurde Andrea vor 3 Jahren konfirmiert. Nachträglich spricht sie von einer Zeit des religiösen Wahns. Sie lehnte damals die Beichte ab und da steht heute mit ihrem Namen im Gemeindeblatt, das in der Kirche ausliegt. Ein paar Wackelbilder von der Schmalfilmkamera, von einem gemeinsam mit Werner Köpke unternommenen Flug über Leiferde.
So, warum hat uns wieder? In den 80er Jahren feierte die Berliner Straße spektakuläre Straßenfeste. War der Männergesangverein Concordia Leiferde Ausrichter des Gruppensängerfestes. Das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.